Der Tag nach dem großen Streichen lief für die deutsche Nationalmannschaft gemächlich an. Am Montag hatte Bundestrainer Joachim Löw sein endgültiges Aufgebot für die WM in Russland bekannt gegeben. Die Entscheidung, Shootingstar Leroy Sané nach Hause zu schicken, beherrschte anschließend die Schlagzeilen. Die 23 auserwählten 20 Feldspieler, 3 Torhüter, hatten am Dienstag zunächst erfreuliche Pflichten zu erledigen. Service, WM-Spielplan zum Ausdrucken. Nach einer kurzen Aktivierung im Fitnesszelt um 10.30 Uhr ging es zum offiziellen Mannschaftsfoto. Die Stimmung war bestens, Julian Draxler hantierte mit der Sonnenbrille, die jedoch Mesut Özil hätte gebrauchen können, da der Arsenal-Star immer wieder wegen der Sonne blinzeln musste. Löw, Mats Hummels, Thomas Müller und Julian Brandt grüßten freundlich in die Sport1-Kamera, dann zogen sich die Spieler um und machten sich für das Training bereit. twitter.com/jochensturzki/status/10039257 Während die Torhüter auf dem Nebenplatz arbeiteten und Mesut Özil Stabilitäts- und Krafttraining im Fitnesszelt machte, konnte Boateng zu Beginn wieder voll mitmachen. Für Löw, der ebenso wie Assistenzcoach Thomas Schneider eine kurze Dusche des Rasensprengers abbekam, beginnt jetzt die letzte, heiße Phase der Vorbereitung. Ungewollte Dusche für Bundestrainer Joachim Löw. Urheberrecht Getty Images. Speed Dating beim Medientag. Einer fehlt. Vorher mussten die Spieler am Dienstagnachmittag noch zum Speed Dating mit den Medienvertretern im Teamhotel an. Beim obligatorischen Medientag werden Spieler und Journalisten in zwei Gruppen unterteilt. Die eine Hälfte der Spieler steht zunächst 30 Minuten für TV-Teams zur Verfügung, die andere den schreibenden Kollegen. Nach einer halben Stunde wird getauscht. Jeder Spieler sitzt an einem Tisch, die Journalisten können sich dazu setzen, um ihre Fragen zu stellen. Wie lange man beim jeweiligen Spieler verweilt, ist dem Journalisten überlassen. Allerdings fehlte auch Özil, auf eigenen Wunsch und als einziger DFB-Spieler. Offenbar wollte der Arsenal-Profi damit Nachfragen zu seinem umstrittenen Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor wenigen Wochen in London aus dem Weg gehen. Alle Infos auf sport1.de, in der Sport1-App und bei WM aktuell ab 18.30 Uhr live im TV auf Sport1.